Name ist Fabienne Winnet. Ich bin für das Personal zuständig in der Seeblick und in der Allmend-Garage. In der Seeblick sind wir knapp 90 Mitarbeiter, in der Allmend 30. Und ja, es ist eine sehr spezielle Situation für uns alle, seit das passiert ist. Gestartet hat es, sage ich mal, mit einfachen Vorschriften wie Handwaschen etc. Das erste Mal richtig geschluckt habe ich dann, wo ich gehört habe, wir müssen den Showroom zumachen. Es war schon ein Schock gewesen. Wir haben ja nicht gewusst, wie lange geht es, wer betrifft es schlussendlich alles. Wir haben dann sofort geschaut, dass sicher alle Risikopatienten daheim sind. Wir haben geschaut für die Leute, die mein Kind betreuen, dass sie Homeoffice machen können. Wir haben alle Situationen analysiert und ja, im Einzelfall dann entschieden, wie wir vorgehen. Es war uns natürlich wichtig, dass der Kunde geschützt ist, aber auch unsere Mitarbeiter. Wir mussten dann eine Kurzarbeit anmelden. Und zwar sicher mal im Verkauf, dort, wo Mitarbeiter dann halt daheim waren. Der Verkauf war leer. Es war damals richtig traurig, dort durchzulaufen. Fast keine Leute mehr. Und es hat sich aber auch noch in andere Abteilungen durchgezogen. Jedoch manchmal nur eine Woche, zwei Wochen. Genau. Wir hatten zum Glück mega flexible Mitarbeiter. Also wir konnten anrufen und am nächsten Tag sind sie wieder da gestanden. Also da auch ein riesen Dankeschön mal an alle. Es hat ja, einem Freude gemacht, das hat es gesehen. Und ich glaube auch, gerade jetzt die Verkäufer, die brennen wieder richtig drauf, dass wir am Montag wieder aufmachen dürfen, dass wir wieder unsere Kunden begrüßen. Und das ist auch eigentlich etwas mega Schönes. Für mich die wichtigste Aufgabe war natürlich, die ganzen Informationen beschaffen, das auch weitergeben den Leuten. Dann die Kurzarbeit abwickeln, das habe ich nur so aus den Schulbüchern gekannt. Und dann das wirklich mal anwenden. Gerade heute war jemand vom Amt da und hat das abgenommen und hat wirklich gesagt, wir halten alles schön ein. Das macht mich mega stolz, das haben wir wirklich gut gemacht. Und auf das freue ich mich auch mega, wenn wir wieder alle da sind, wieder alle zusammen arbeiten können. Und ja, dass es wieder Normalität ist.